So, willkommen zurück. Der Audi Star Talk am Rande der Ladies German Open im Golf hier in Gutheusern. Und Sandra Gahl und Oliver Kahn sind unsere Gäste. Und Sandra Gahl war so nett und hat ein Porträt von Oliver Kahn gemalt in der Werbepause, das wir jetzt gerne mal zeigen wollen. Olli, vielleicht zuerst. Ja. So. Wenn ihr so nett seid, ist vielleicht einfach mal kurz signiert, weil wir würden das natürlich dann gerne für einen guten Zweck versteigern. Aber man sieht, ich muss zum Friseur, ne? Ja. Ich glaube auch. Ja. Die Haare haben echt gedauert. Ich wollte noch heute zum Friseur. Aber unter uns, ich finde, sie hat es gut gemeint. Also. Ja, aber es hat nicht mehr ganz gereicht heute. So, vielleicht noch einmal kurz herhalten, dass man mal so echt und Modell vergleichen kann. So. Was, das ist Kajalstift? So, das weiß ich nicht, Kohle. Dankeschön. So, und dann finde ich, gibt es erstmal einen Riesenapplaus für die Künstlerin. Das ist ein schönes Werk geworden. Dankeschön. Und als zweites möchte ich jetzt Ihnen auch erstmal ganz herzlich gratulieren. Sie haben als zweite Deutsche überhaupt erst bei der LPGA Tour ein Turnier gewonnen vor kurzem. Eine fantastische Leistung. Also Sie sind, das kann man ja auch überall lesen und hören in diesen Tagen, auf einem ganz tollen Weg nach oben und nach vorne. Jetzt haben Sie ja ein bisschen auch gelauscht, was Olli so alles erzählt hat. Kann man sich von ihm und von seinen Erfolgsmaximen auch ein bisschen was abgucken als Golferin? Oder seid ihr mental sowieso so stark, dass... Nein. Also ich fand es wirklich sehr interessant, was er erzählt hat. Und was ich mir sicherlich abgucken möchte, ist, wie lange er einfach an der Spitze war oder... wie lange er einfach dominiert hat in seinem Sport. Und das ist etwas, ich bin noch am Anfang meiner Karriere, was ich sicherlich noch lernen muss. Und da kann ich mir sicherlich ein Stückchen abschneiden. Vielleicht kann er mir ein paar Tipps dazu geben. Sie sind ja selbst auch ein ziemlich guter Golfer, Olli. Ich glaube, Handicap, helfen Sie mir? 5 sowas, ja. 5 rum, ja, so schon mal ja. Ganz ordentlich. Wenn Sie eigentlich gegeneinander spielen würden, wer würde gewinnen? Also, hast du nicht den Hauch? Nicht den Hauch einer Chance. Nee? Ich meine, die Damen spielen ja auch Scores, wenn sie dann nach 4 Tagen, zunächst mal würde ich überhaupt keine 4 Tage mehr spielen können, weil ich spätestens nach 2 Tagen körperlich mir alles wehtun würde, wird gar nichts mehr gehen, aber die spielen ja auch diese Plätze, ja, mit 20, ich weiß nicht, was letztes Jahr hier der Score war, ich glaube 20, über minus 20. Da sieht man, was das für ein Niveau ist. Also da hast du als Amateurgolfer brauchst du nicht mal dran denken, mit einem Professional irgendwo mithalten zu können. Was nicht ist, kann ja noch kommen. Ja, aber müsste ich jetzt, heute anfangen und... Ich weiß nicht, ob 12 Stunden täglich die nächsten 25 Jahre da reichen würden, um nochmal auf dieses Niveau zu kommen. Aber jetzt mal unter uns, ich meine, wenn der Raab mit der Halmich boxen kann, dann könnten Sie doch mit Sandra Gahl auch mal eine Runde Golf spielen, oder? Ja, aber war das ernst? Ja, wenn Sie Lust haben, können wir es organisieren. Schauen wir mal. Ja? Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Es ist übrigens das erste Mal, habe ich gehört, dass Sie als Proette jetzt ein Turnier in Deutschland spielen. Genau. Dementsprechend denke ich mal, ist auch eine besondere Vorfreude da, oder? Auf das Turnier. Ja, sicherlich. Es ist eine wirklich große Premiere und ich bin mal ganz gespannt, wie hier die deutschen Fans sein werden. Und es ist eine schöne Herausforderung, auf jeden Fall. Sie haben uns freundlicherweise, beziehungsweise Ihr Papa, ein paar nette Bilder zur Verfügung gestellt, weil Sandra hat schon sehr, sehr früh angefangen mit dem Golfspielen, mit 5 Jahren. Genau. Hier sehen wir mal so ein kleines Foto. Die waren natürlich damals, glaube ich, noch... Das waren meine ersten Plastikschläger. Genau, Plastikschläger. Genau. So, und dann ist man gewachsen. Das finde ich auch ein ganz süßes Bild, was wir da jetzt gerade sehen. Ja. Wenn Sie mal so Ihre eigene Entwicklung auch ein bisschen betrachten, Sie haben dann mit 14 sich richtig dafür entschieden, auch im Golfkopf anzupacken. Mhm. Wenn Sie jetzt jungen Mädchen einen Rat geben würden, die sagen, Mensch, ich möchte auch so sein wie Sie. Ich denke, das Wichtigste ist, seinen eigenen Weg zu gehen und wirklich seiner Leidenschaft zu folgen und auch wenn Hindernisse kommen, drüber wegzuschauen, einfach weiterzugehen, wie es auch Olli vorher gesagt hat. Selbst wenn es mal nicht so gut geht, wenn es mal nicht mag, wenn es mal nicht klappt, nicht sofort aufzugeben und sich wirklich voll auf seine Sache zu konzentrieren und die Augen aufs Ziel zu richten. Mhm. Das ist das Wichtigste. Und der andere Aspekt ist auch, wie gesagt, das Selbstvertrauen. Und ich denke nicht, dass das stimmt, dass jeder mit einem gewissen Selbstvertrauen oder mit einem großen Selbstvertrauen geboren wird. Manche Leute sind so, manche Leute sind nicht so. Soll solche und, geben, Genau, und daran kann man auf jeden Fall arbeiten.
Und wenn ich das den jungen Leuten einfach mitgeben kann, dann wäre das wirklich eine schöne Sache. Was ich ganz toll finde, ist, dass Sie dem Frauengolf im Moment auch einen unglaublichen Rückenwind geben. Man hat einfach das Gefühl, dass durch Sie ein wahnsinniges Medieninteresse entstanden ist. Das ist aus vielerlei Gründen, finde ich, berechtigt. Zum einen, weil Sie einfach eine fantastische Sportlerin sind, zum anderen aber, weil Sie eben auch sehr fotogen sind. Das ist ja auch durchaus ein Geschenk der Natur. Wir haben da mal so ein schönes Foto, das wir Ihnen gerne auch zeigen wollen. Also, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich finde, das ist aber jetzt spätestens der Punkt, wo Sie klatschen sollten. Tolles Bild. Damit schaffen Sie ja mediale Aufmerksamkeit. Wie wichtig ist es Ihnen vielleicht auch, dass Sie sozusagen als Deutsche auch hier diesen Golfsport in Deutschland, auch den Frauengolfsport nach vorn bringen? Das ist mir wirklich sehr wichtig. Und ich habe gemerkt, in den letzten paar Jahren, auch mit Martin Keimer, ist der Golfsport wirklich sehr, sehr gewachsen. Und wenn ich da auch von der Seite der Frauen ein bisschen was dazu beisteuern kann, dann wäre es wirklich schön. Und ich merke auch, dass viel mehr Jugendliche Golf spielen. Und es ist ein wirklich unheimlich schöner Sport, der auch viele Werte beibringt, finde ich. Mhm. Und daher, ja, Deutschland soll Golf spielen. Deutschland soll Golf spielen und Sie sind, glaube ich, auch jemand, der sich sehr freut, jetzt mal wieder in Deutschland zu sein, denn was vielleicht viele nicht wissen, Sie leben und arbeiten natürlich hauptsächlich in den USA, weil die PGA Tour da stattfindet. Wie schön ist denn das mal wieder, Good Old Germany zu besuchen, zu Hause zu sein? Das ist sehr schön. Kartoffelsalat. Genau, Kartoffelsalat, Schnitzel. Ja? Ja, letzte Woche war ich zu Hause bei meinen Eltern und habe auch viele meiner Freunde gesehen. Und das ist wirklich sehr schön, wenn man das ganze Jahr um die Welt herumreist, dann einfach mal wieder ein bisschen so back to the roots und ein bisschen durchatmen. Das ist wirklich schön. Haben Sie denn ein sportliches Vorbild so im Golfsport? Also Tiger Woods, der Name viel von, ist das vielleicht so ein Typ, wo Sie sagen, vom Golf her? Vom Golfen her absolut. Also wie auch Olli vorher gesagt hat, das kann man sich gar nicht vorstellen, was er wirklich geleistet hat. Auch gerade von der mentalen Seite ist er ein unglaubliches Vorbild. Dieses absolute Vertrauen, das er hat und das er auch ausstrahlt, das ist unglaublich. Und momentan, also wie ich wirklich sehr gerne mag, ist Freddie Couples, aber es ist eher von seinem Schwung her. Unglaublich so ein Typ, der ja, richtig locker ist und den Ball sehr lang haut. Jetzt haben Sie ein paar Tage hier vor sich. Ich glaube, wir alle schauen mit großer Begeisterung da natürlich dann auch zu. Was haben Sie sich denn vorgenommen? Ich meine, ich vermute mal, jetzt werden natürlich alle wieder, Sie haben es gerade gesagt, das ist ja immer so, wenn in den Medien jemand hochgeschossen wird, dann ist der Erwartungsdruck da, jetzt werden natürlich alle erwarten, dass sie das Ding vielleicht auch gewinnen. Ist das realistisch oder? Ja, vom Papier her könnte es gehen. Genau, könnte es gehen. Wie gesagt, aber Erwartungen sind immer auch Dinge, die im Kopf entstehen. Und ich möchte mir wirklich keine Erwartungen machen, dann spiele ich am besten. Und es gibt auch sehr viele andere sehr gute Spielerinnen in diesem Feld diese Woche. Und da weiß man auch nie, was passiert. Also ich kann nur das kontrollieren. Ich kann nur mein Spiel kontrollieren, das und das andere nicht eben. Von daher werde ich mein Bestes geben und hoffentlich kann ich den Zuschauern ein paar schöne Schläge zeigen. Also ich glaube, da freuen wir uns alle drauf. Haben Sie so ein mittelfristiges Ziel, wann Sie in der Weltrangliste, ich meine, Sie im Moment der Weltrangliste Platz 4, wann es Platz 1 sein soll? Ja, Platz 1 ist definitiv mein Ziel. Und dazu gebe ich mir 2 bis 3 Jahre. 2 bis 3 Jahre? Genau. Wow. Und wir wollen Sie auf diesem Wege gerne unterstützen. Ich frage jetzt mal die lieben Kollegen. Wir hatten Geschenke vorbereitet. Und zwar einmal, darf ich freuen, ich gehe jetzt einfach mal ins Bild, Blumen für die Dame, Frau Gahl. Vielen Dank. Vielen Dank. Und alles Gute für Dankeschön. Sie. Toi, toi, toi in den nächsten Tagen hier in Guthäuser. Und lieber Oliver, für Sie habe ich ein ganz besonderes Geschenk. Denn ich habe in einem Ihrer Bücher gelesen, Sie wären gerne mal bei James Bond als Hauptdarsteller aufgetreten. Hat leider nie geklappt. Nee, den Job kann ich Ihnen nicht verschaffen, aber ein Filmplakat hätte ich schon mal im Angebot. Und zwar Oliver Kahn als Goldfinger. Alles klar. Danke schön. So. Liebe Zuschauer, ich bedanke mich nochmal sehr herzlich bei meinen beiden ganz, ganz tollen Gästen und darf Ihnen jetzt noch einen wunderschönen Abend wünschen. Der Audi Star Talk meldet sich bald wieder und vergessen Sie nicht, in unseren YouTube-Kanal reinzuschauen. youtube.com/Audi Star Talk. Da finden Sie ganz viele tolle Ausschnitte aus dieser Sendung, auch aus vergangenen Sendungen und
In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Schönen Abend. Danke an unsere tollen Gäste. Danke schön. Thank you.